Der Hof Schwendling ist ein Mutterkuhbetrieb mit Angusrindern. 7 Kühe, 9 Jungtiere und ein paar Hühner leben am Hof und es wird eine kleine Ackerwirtschaft betrieben. Die Rinder und die Hühner können sich das ganze Jahr über frei bewegen. Sobald es das Wetter zulässt, stehen die Rinder auf der Weide. Im Winter haben sie einen Auslauf. Viel frequentierte Wanderwege, die die Weide mehrmals queren, stellen den Betrieb vor Herausforderungen. Denen tritt Betriebsführer Johannes unter anderem mit kreativen Lösungen entgegen. Dort, wo der Wanderweg ein längeres Stück über die Weide führt, weist Familie Rass mit mehreren Hinweisschildern über die mögliche Gefahr, die von der Mutterkuhherde ausgeht, hin. Jährlich werden 6 Rinder von der Metzgerei Obermoser geschlachtet. Das Fleisch ist sehr beliebt. Ja, ganz am Anfang habe ich ganz viel geredet und das angepriesen. Und jetzt habe ich schon mittlerweile einen Kundenstock da, wo ich sage, ich schreibe ihn auf die Warteliste und dann verkaufe ich sie ja noch voller Stolz auch. Gell? Also es ist ein Produkt, was bei uns da gewachsen ist und wo wir wissen, hey, denen ist es jetzt einfach gut gegangen in der Zeit, wo sie da bei uns gelebt haben. Und so vermittle ich das auch den Kunden. Die können dann stolz ausschauen, sehen sie, wie es aufwachsen da. Und die schätzen das ja. Wir bewirtschaften momentan 16 Hektar Grünland, davon 8 Hektar Weide. So. Das ist für die 7 Mutterkühe genug. Wir mähen zweimal, haben Heu, kein Silo. Ja, wir lassen es ausblühen, dass Blumen wachsen. Ja, es ist einfach schön. Ja. Die Kinder hoffen, dass sie es irgendwie fortführen, aber wahrscheinlich einen eigenen Weg auch dann finden werden und sollen. Es muss ja jeder seine Landwirtschaft für sich persönlich verwirklichen. Man kann viel machen in der Landwirtschaft, viel verschiedene Sachen, was einem Spaß macht. Was einem, und das ist das Wichtigste, denke ich. Ja, das Wichtigste ist die Freude dran zu haben.